Heute werde ich dir ein paar persönliche Flirt-Geheimnisse von mir verraten und ein paar Tipps geben, mit denen du hoffentlich viel Spaß und Erfolg hast. Also bleib dran. Hallo und willkommen bei Devil, deinem Life Coach hier auf YouTube. Ich hatte letzte Woche ein Coaching und das hat sehr viel Spaß gemacht. Wir haben viele verrückte Sachen erlebt. Und ich habe mir nochmal viele Gedanken über dieses Coaching gemacht. Was lief gut, was lief weniger gut? Und mir sind da ein paar Sachen aufgefallen und diese Sachen, die mir aufgefallen sind, die möchte ich dir heute weitergeben, sodass du einen Vorteil und Nutzen davon hast und da etwas mitnehmen kannst. Erst einmal, ich hatte sehr viel Erfolg bei dem Coaching. Also ich muss natürlich auch dort flirten, ich muss ja immer alles vormachen, so dass mein Schüler auch sieht, okay, das Ganze funktioniert und es ist nicht nur bloße Theorie und er hat dann seinen Videos nicht irgendwie Frauen bezahlt, sondern er sieht dann wirklich, okay, es funktioniert, er hat mit seinen Methoden Erfolg und genau so muss ich das dann nur nachmachen. Und ich hatte dann wirklich beinahe 100% Erfolg, also wirklich bei jedem Mädel, das ich angesprochen habe, ist dann eine Telefonnummer oder halt gleich ein Date herausgesprungen. Und das lief sehr gut. Und das ist aber nicht immer so. Also dazu muss ich sagen, auch ich habe nicht immer 100% Erfolg, sondern an manchen Tagen ist es dann nur 40% oder wenn ich dann mal an einem Tag nur 3 Mädels anspreche, ist es manchmal auch so, dass ich dann überhaupt gar keinen Erfolg habe. Also ich bin nur ein Mensch, ich mache Fehler und vor allen Dingen kann ich nicht bei jedem Menschen super gut ankommen. Ja, also das ist halt auch so ein Ding, es ist einfach ein bisschen Glück gefragt. Und nicht jedes Mädchen gefällt mir, ich kann nicht jedem Mädchen gefallen. Das ist also ganz normal und dementsprechend kommt da nicht immer etwas zustande. Aber diesmal war es wirklich beinahe eine Quote von 100% und dann habe ich mir Gedanken dazu gemacht, warum war das so? Und die Antwort darauf ist eigentlich relativ simpel. Ich hatte Spaß. Ich hatte Spaß. Ich war ich selbst, ich habe mich nicht verstellt. Ich habe nicht irgendwie versucht, den dicken Macker raushängen zu lassen oder obercool zu sein. Ich habe einfach nur versucht, Spaß zu haben. Ich habe ehrliche Sympathie rübergebracht. Das heißt, ich habe natürlich Frauen angesprochen, die ich auch wirklich interessant fand und im Gespräch dann gemerkt habe, hey, da ist irgendwie ein bisschen mehr. Dieser Mensch scheint irgendwie interessant zu sein und diesen Menschen will ich jetzt kennenlernen. Und das habe ich sie dann auch spüren lassen. Das heißt, ich habe da auch wirklich ehrliche Begeisterung rübergebracht, einfach eine positive Ausstrahlung, gelächelt, ich habe Spaß gehabt und dann sie natürlich auch ein bisschen veralbert und diese ganzen Spielchen natürlich, aber auf einem sehr natürlichen Level. Und dann kommen natürlich diese Standardfragen, ne? Dann fragt sie natürlich, was machst du beruflich und bla bla bla, so diese Sachen, die jeder immer wieder beim Smalltalk so benutzt. Und Frauen sind da eben auch nicht so besonders kreativ. Und das muss man hier an der Stelle auch mal sagen, nicht nur die Männer sind immer unkreativ und blöd, nein, Frauen sind da genauso, denn wir alle stellen uns gleich tollpatschig und dämlich beim Flirten an und da sind Frauen eben keine Ausnahme. Aber immer wenn es zu diesen Themen kommt, die ich natürlich schon tausendmal bequatscht habe, habe ich dann eben diese Sachen mit Begeisterung rübergebracht. Ich meine, ich liebe meinen Beruf, ich liebe meinen Job, ich liebe das, was ich tue, dass ich hier vor der Kamera sitzen kann und diesen ganzen Bullshit hier erzähle und dafür dann auch noch Geld bekomme. Hey, das ist doch echt wunderbar, oder? Also ich lebe meinen Traum und dementsprechend war ich dann auch begeistert, habe das rübergebracht und dann merkt sie eben auch, dass ich davon begeistert bin, dass mir das Spaß macht, dass ich einfach eine gewisse Lebensfreude habe, eine positive Einstellung und ich einfach mein Leben liebe. Und wenn man das ausstrahlt, diese Selbstzufriedenheit und Selbstliebe und einfach diese Gelassenheit auch, dann kommt alles andere von alleine. Denn die Leute wollen dich dann kennenlernen. Die merken, wow, der Typ ist irgendwie interessant, der hat irgendetwas. Und ja, das war dann echt immer easy going. Und dann war das sogar im Club in der einen Szene so, ich saß neben einem Mädel und wir hatten gerade irgendwie schon unsere Nummern ausgetauscht und dann wollte sie mich auf einmal küssen und dann musste ich diesen Kuss auf einmal so ein bisschen abwehren, weil ich natürlich auch Rücksicht auf meinen Schüler nehmen wollte, weil ich nicht wollte, dass ich da jetzt mit irgendeinem Mädel rumknutsche im Club und er dann
mit der anderen, er hat da auch gerade mit dem anderen Mädel geredet, einfach nur da sitzt und sich unterhält und die beiden nur denken, wow, was geht denn jetzt hier für ein Porno ab? Also, warum habe ich das jetzt eigentlich gerade erzählt? Achso, diese ehrliche Begeisterung ist da wohl übergeschwappt und dann kam halt von ihr mehr. Da musste ich das Ganze sogar ein bisschen zügeln. Jetzt kommen wir zu den Punkten, die mir bei meinem Schüler dieses Mal aufgefallen sind. Jeder Mensch ist natürlich anders, so auch jeder Schüler. Und so kommen immer wieder andere Probleme zutage und so fallen mir immer wieder andere Sachen auf. Aber eine Sache, die mir hier wieder ganz deutlich geworden ist, ist, dass es nicht darum geht, was du sagst, sondern wie du es sagst. Du kannst den größten Blödsinn reden, wenn du dabei sympathisch bist, wenn du das Ganze authentisch rüberbringst, lustig, wie auch immer, einfach zu der Situation passend, ist es völlig egal, was du sagst. Du kannst dich 20 Minuten mit ihr über Elefantenkacke unterhalten. Und ich meine jetzt wirklich Elefantenkacke. Wenn du das wirklich unterhaltsam rüberbringst, wenn du das gut rüberbringst, sympathisch, wie auch immer. Ich weiß nicht, wie man das jetzt genau mit Elefantenkacke macht. Schreibt es mir bitte unter die Videokommentare, was man darüber so Interessantes erzählen könnte. Aber es ist halt wirklich mit allen Dingen. Und er war ein Typ, der über alles mit mir reden konnte. Also er war ein Typ mit einem sehr großen Wissensfundus und ein sehr großes Spektrum, was er sich so angelesen hat oder durch Dokumentarfilme oder wie auch immer sich irgendwie angeeignet hat. Und das ist ein großer Pluspunkt. Dann habe ich immer gesagt, Tim, so heißt er übrigens, Tim, du musst einfach nur deine Persönlichkeit nach außen tragen. Du weißt so viel, du kannst dich über so vieles unterhalten. Binde das immer mit in die Gespräche ein. Das ist super interessant. Wenn ich hier mit dir rede, dann bist du super interessant. Du musst das aber auch die Frauen wissen lassen. Und da war er dann immer ein bisschen schüchtern und das mussten wir dann rausarbeiten. Also mein Tipp an euch, egal was ihr Spezielles habt, ob ihr nun einen großen Wissensfundus habt oder ob ihr einfach charismatisch seid mit der Art, wie ihr redet oder ob ihr gut singen könnt oder was auch immer ihr Besonderes könnt, welches Talent oder Charaktereigenschaft ihr auch immer habt, lasst das dann wirklich nach außen kehren. Zeigt das den anderen Menschen. Und dann merken die auch, wow, da ist wirklich jemand, den möchte ich kennenlernen. Da ist noch mehr. Das ist interessant. Du musst jetzt also nur herausfinden, was sind deine herausragenden Attribute? Was sind deine herausragenden Eigenschaften? Und dann musst du diese auch wirklich nach außen bringen. Ja, was ist mir noch aufgefallen? Die Sache ist immer die, nach dem Coaching muss der Schüler natürlich alleine weitermachen. Wenn ich dabei bin und ihm in den Arsch trete und sage, hey, jetzt sprichst du die an und jetzt die beiden und jetzt machst du das und jetzt machst du das, ist es natürlich relativ einfach. Denn ich bin da, gebe auch so einen moralischen Halt und wenn du jetzt mit Freunden rausgehst, ist es genau das Gleiche, aber du musst es alleine können. Die Frau deines Lebens wirst du jetzt nicht unbedingt treffen, wenn du mit deinen drei Kollegen irgendwie durch die Gegend schwärmst, durch das Nachtleben und Frauen wie geisteskrank anbaggerst. Nein, deine Traumfrau lernst du irgendwo in der U-Bahn kennen, wenn du gerade U-Bahn fährst oder an der Supermarktkasse, wenn du gerade bezahlen willst. Es ist unvorhersehbar und diese Momente, die musst du nutzen und da musst du alleine ran. Du alleine musst dich da überwinden und sagen, okay, ey, ich muss sie jetzt ansprechen. Das ist eine interessante Person und vielleicht stellt sie sich ja später als langweilig heraus oder dass wir eben einfach nicht zusammenpassen. Aber ich kann diesen Moment jetzt nicht einfach vorbeistreichen lassen. Ich muss sie ansprechen. Und dann musst du es tun. Und das ist jetzt die Kunst. Wir telefonieren jetzt jeden Tag und ich frage ihn, hey, wie ist es heute gelaufen, weil er jeden Tag nach der Arbeit nochmal losgehen muss, nochmal ein paar Übungen machen muss. Und da ist er dran. Er sagt, es ist sehr schwer. Und das ist jedes Mal so, dass es sehr schwer ist danach. Aber man muss weitermachen. Sonst fällt man zurück in alte Verhaltensmuster und dann findet man wieder Ausreden, nicht mehr rauszugehen und niemanden mehr anzusprechen. Das heißt, man muss dann jeden Tag rausgehen und wenigstens ein bis drei Leute ansprechen, damit man einfach diese Hürde, dieses Überwinden, dieses jedes Mal Überwinden,
immer wieder aufs Neue meistert und sich so Schritt für Schritt daran gewöhnt. Das ist ja das Tolle an unserem Verstand. Unser Verstand ist natürlich in diesen Momenten extrem gestresst. Was ist, wenn sie so reagiert oder so? Und man macht die verrücktesten Gedanken. Ja, man macht sich verrückt. Aber irgendwann sagt dein Verstand auch, okay, ich habe diese Situation jetzt so oft durchgemacht und diesen Stressfaktor will ich mir nicht mehr geben. Und man konditioniert sich dann darauf und gewöhnt sich daran. Man ist dann irgendwie therapiert und dann zack, ist es einfach gar keine Hürde mehr, sondern es ist eine Vorfreude. Dann hat man Spaß daran, dann geht man gerne hin und quatscht gerne mit fremden Leuten und führt tolle Gespräche. Ein ganz wichtiger Punkt ist gegenseitiger Respekt und klare Ansagen. Wir waren abends im Club und dann haben wir da eben ein Mädel kennengelernt und dann frage ich sie, du, wollen wir nicht mal unsere Nummern austauschen, dann können wir uns nächste Woche treffen. Und dann meinte sie, ja, nee, es geht nicht, ich habe einen Freund. Dann habe ich ihr gesagt, du, ich will gerade keine Freundschaften schließen, ich will gerade auch keine Partnerschaft. Eigentlich geht es mir nur um Sex. Wenn du darauf Lust hast, können wir gerne unsere Nummern austauschen und dann Gummibärchen essen und wilden Sex haben. Und dann hat sie mir ihre Nummer gegeben. Warum hat das funktioniert? Einfach, weil ich super ehrlich und offen war. Und ich finde es ganz wichtig, dass wenn man wirklich nur Sex will, das dann auch wirklich klar ausspricht und nicht irgendwie auf einmal der anderen Person große Hoffnung macht auf die große Liebe oder die Beziehung und diesen Menschen dann emotional irgendwie ausbeutet. Das heißt, seid da ruhig offen und ehrlich und direkt. Das klappt meistens sogar viel besser. Und für jemanden, der, sag ich mal, nur Sex sucht oder, sag ich mal, eine Romanze, eine tolle Zeit, der hat damit viel mehr Erfolg. Da muss man nicht jemandem etwas vorspielen und anlügen und dieses ganze Dumme drumherum. Das heißt, macht so einen Blödsinn bitte nicht. Behandelt andere Menschen gut und mit Respekt. Man braucht dafür Eier, klar. Aber lass dir diese Eier wachsen, wenn du ein harter Kerl sein willst. Ja, wenn du der Player sein willst, dann musst du diese Eier dir auch verdienen. Aber bitte geht nicht raus und macht irgendwelchen Frauen da draußen was vor. Und liebe Frauen, für euch gilt das natürlich auch. Behandelt Männer mit Respekt. Nutzt sie nicht aus. Ich habe das immer wieder gesehen in meiner Karriere jetzt, dass Männer als Chauffeure ausgenutzt werden, um gratis Essen zu bekommen oder Geschenke und so weiter und so fort. Benutzt diese Männer nicht. Packt sie nicht immer in die Friendzone. Macht klare Ansagen. Macht ihnen nicht falsche Hoffnung. Ihr wollt gut behandelt werden, behandelt dann auch bitte die Männer gut und umgekehrt eben. Das finde ich ist ein ganz wichtiger Punkt, denn das ist irgendwie so eine Teufelsspirale. Der eine behandelt das andere Geschlecht schlecht und dann macht der andere das wiederum und das ist dann so ein Kreislauf, der irgendwie nie wieder endet und dann ist man irgendwie nur noch frustriert und sauer. Also da bleiben wirklich ganz viele Leute zurück, die danach zu mir kommen. Da kann ich zwar irgendwo dankbar sein, aber ich wünsche mir, dass die Leute lieber glücklich sind und nicht zu mir kommen müssen und nicht so, ja, innerlich vielleicht traurig sind und geschädigt. Also das ist eine blöde Sache. Also sagt man lieber direkt, was man will und dann kann man niemanden enttäuschen und kaputt machen. Das waren jetzt meine Gedanken zu meinem letzten Coaching. Ich hoffe, das Video hat dir gefallen. Wenn ja, gib dem Video einen Daumen nach oben. Ich werde jetzt nächstes Jahr nur ein Coaching pro Monat geben, maximal zwei, mal gucken. Auf jeden Fall werde ich das Ganze etwas einschränken. Das heißt, wenn du noch ein Coaching bei mir buchen willst, dann mach das besser lange im Voraus, denn die Plätze sind immer relativ schnell weg. Und wenn du dieses Jahr noch buchst, dann bekommst du sogar noch einen Rabatt, denn nächstes Jahr werden die Preise erhöht um 200 Euro, einfach weil die ganzen Kosten gestiegen sind und so weiter. Auf jeden Fall kannst du jetzt diesen Rabatt noch mitnehmen und dann sehen wir uns nächstes Jahr im Coaching oder eben beim nächsten Video. In dem Sinne, Love, Peace and Rock'n'Roll. Bis dann. Ciao.